Okay, so. Weiter mit dem besten Spiel der Welt. Ich habe ganz viel gegrindet. Ich war voll fleißig. Ich habe hier die Nebenmission erledigt. Ich habe hier nichts getan. Und ich habe hier die Nebenmission erledigt, mindestens zweimal. Und habe mir ganz viele Anima-Splitter gegönnt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir eine Audienz im Westschloss ergattern. Und warte mal. Wow, okay, das folgt tatsächlich der Final Fantasy 1 Story, denn da ist es ja so, du fängst in Cornelia an, also das ist ja irgendwo da unten, glaube ich, und dann gehst du hier hoch zum Chaos Tempel und dann gehst du wieder zurück und dann gehst du über die Brücke und gehst hier so lang und endest in Pravoka, Pravoka? Und da ist dann der Piraten-Dude, der dir dein Schiff gibt und dann schiffst du hier runter, endest dann hier, bist dann hier bei den Elfen und die sind dann so, yo, unser Dude ist irgendwie eingeschlafen und da musst du uns irgendwie helfen und dann helfen wir denen und dafür müssen wir in dieses Schloss. Bro, als wäre das Final Fantasy 1. Oh mein Gott, los geht's. Das ist voll cool. Plötzlich bin ich wieder glücklich. Ich wusste, dass mir dieses Spiel gute Laune bereiten würde. Ach ja, die gute alte Dimension 2, beziehungsweise ihre Rückseite. Gerüchten zufolge versinkt diese Welt in Hinterlist und wird vom tyrannischen Herrscher regiert. Diese gemütliche kleine Festung wurde einem Ort nachempfunden, der dem besagten Despoten, so hörte ich, äußerst wichtig ist. Wenn dem so sein sollte, dürfte sie ein mächtiger Nexus der Energie sein, den meine einstigen Herren anzapfen könnten, um diese Welt ihrem Wunsch gemäß zu verzerren. Aber natürlich nur, wenn ich weiter die Rolle ihrer ergebenen Marionette spiele. Los geht's! And we're here. Best gird your loins. How do we get back? Just focus on getting to Ostos with your head on your shoulders. You poor, poor sods. Couldn't hurt to take a look. Come on, but watch yourselves. Oh, warte, da fällt mir ein, ich hoffe, da crasht jetzt nichts. Let's go. Das sieht so hübsch aus, aber ich habe Final Fantasy 2 nicht weit genug gespielt, um zu verstehen, was das hier für eine Anspielung ist. Schwierigkeit ändern. Wir spielen jetzt auf schwer, habe ich beschlossen. Wir müssen eher auf schwer spielen. Ich habe es ja gesagt, da die DLCs anscheinend nur auf schwer funktionieren. Hat es geklappt? Okay, wir spielen noch nicht auf schwer. Ich hab nichts gesagt. Ich hätte es mega witzig gefunden, wenn es geklappt hätte, aber wenn es nicht so sein soll, dann soll es einfach nicht so sein. Da will wohl jemand das Spiel fertig kriegen, sehe ich da. Ey, wir haben keine Zeit. Wir müssen noch 32 Spiele durchspielen, bis Final Fantasy 16 rauskommt. Das schaffen wir nicht, indem ich die ganze Zeit Animal Crossing spiele und Mario Kart und Last of Us und... keine Ahnung. Bugsnacks? Da müssen wir reinhauen, okay? Es muss fix gehen. Das müssen wir heute fertig kriegen, alles. Alle 33 Spiele spielen wir heute durch. In der nächsten Stunde. Ich werde nicht aufgeben, bevor wir nicht alles durchgespielt haben. Hier, verringert erlittenen Schaden, das klingt doch schon mal ziemlich gut. Haben wir noch Anima-Splitter? Haben wir. Sick. Bringt mir einen Dings und damit kann ich Rotmagier lernen. Das ist auf jeden Fall nice. Und Ritter, Alright. Ich habe übrigens Schwarzmagier gelernt, möchte ich mal anmerken. Und er kann ein paar mehr Zauber. Und das ist ziemlich... Holy shit! Let's fucking go! Hau raus, Junge! Hau raus! Okay, let's go, so. Finde ich gut. You ever seen anything like that before? Castle like this? I bet that's not even the centerpiece.
Es gibt noch, wenn man Spin-offs wie Tactics und Crystal Chronicles mit dazu zählt. Ja, aber wir spielen nur die Hauptspiele. Und die Hauptspiele mit deren Spin-offs. Und wenn ich richtig witzig bin, noch mit deren Remakes. Holy shit! Oh mein Gott! Yo, los geht's, Junge! Die Spinnen sind einfach explodiert, oh mein Gott! Hä, Black Mages sind voll geil, weil du machst einfach das hier und die ganze fucking Welt explodiert. Wie kann man das nicht cool finden? Junge, was ist das für eine Einstellung? You be literally standing and exploding things, so. Oh, ich habe keine Magie mehr. Habe ich gesagt, dass Black Mages voll cool sind? Aber du kannst dich doch auch in Final Fantasy XIV ein bisschen bewegen. Fuck. Ja, dann hört halt auf mit Baby-Black Mages zu spielen, sondern spielt mit einem Profi-Black Mage wie mir. Da musst du dir auch im DPS keine Sorgen machen. Halt, you know? Wenn du es kannst, dann kannst du es halt. No caster, no fun. Ja, so ist es eben. Let's go. I bet this place is filled with secret rooms and hidden treasure. I wonder what. Hä, ist der Dude gerade einfach verschwunden? Ah, da ist er ja. Okay, jetzt ist er auch so gestorben. Da musste ich ja nicht mal ein Flare casten und einfach das ganze Ding in die Luft jagen. What's inside, Jack? Junge! Huch, egal, passt schon. What? 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 Holy shit. Oh, fuck you, Alter. Yes, the best boy. I'm not dead yet. Kaboom! Just getting warmed up. My sword breath. We
Ich habe in Final Fantasy 8 einfach den Kaktus-Summon die ganze Zeit gelevelt, weil der einfach super viel Schaden irgendwann gemacht hat und einfach so 10k Damage garantierte, wenn du den auf 100 irgendwie gebracht hast. Und das fand ich mega cool. Das ist meine Story, wie ich Final Fantasy 8 gecheatet habe. Herz. Aber immer doch. Oh, das Spiel ist voll leise, sehe ich gerade bei mir. Ich glaube, so ist okay. Es soll ein Final Fantasy 9 Remake kommen. Der Scherz ist halt, es gibt auch Gerüchte, dass ein Final Fantasy X Remake in Arbeit ist. Es ist halt von allem irgendwie ein Remake in Arbeit und oh, verdammt. Vielleicht finde ich das hier cool. Weißt du, Final Fantasy 7 Remake kann ich verstehen, weil das Spiel ist halt echt von der Grafik her gealtert und das macht irgendwo, also irgendwo macht es Sinn, kann ich nachvollziehen, dass man das machen möchte, aber halt so 8 und 9, die brauchen keine vollen fetten Remakes einfach, finde ich. Da kannst du einfach ein paar Praktikanten dran setzen, von denen du möchtest, dass die so ein bisschen die 3D-Technik lernen, so 3D-Modeling und so weiter, und lässt die einfach die Maps nachbauen, die es damals gab. Und das ist alles, was sie an Remake brauchen. Einfach nur HD-Version der Hintergründe. Und los geht's. Wenn du richtig fancy sein möchtest, packst du noch HD-Version der Charaktere mit rein. Und let's go. So, das ist alles, was ich machen würde. Ansonsten sind meiner Meinung nach 9 und 10, 8 und 9 halt immer noch ziemlich kompetent. Der Yüksel Remaster. 8 bis 15. Let's go. Oh, ich brauche voll viele Jobpunkte dafür. Was ist denn hier los? Oh! Ich erinnere mich an das hier. Oh, warte. Holy shit. Das hier nehmen wir mit. Okay, gut. Das hätte auch voll schief gehen können. Und ich bin so froh, dass es das nicht tat. Ey, Final Fantasy 1 bis 6 im Octopath-Style. Das wird sowas von passieren. Das wird kommen, ich sag's dir. Lass die Pixel Remaster mal 5 Jahre alt sein. Dann. Beim nächsten Jubiläum. So, beim 40. oder 50. Jubiläum kommt dann Pixel Remaster. Let's go. I think we're safe. I could keep going.
Aber sind die Dialoge im Pixel Remaster auch so arg oder gab es da irgendwie eine neue Übersetzung? Fuck. Was? Okay. Kann ich einfach... Ah, okay, kann ich durch. Haut es einfach ab. So. Dann halt nicht so. I don't care. Halt, das Schöne für 9 ist halt, sie müssen nicht mal so ein Huge-Ass-Projekt machen wie 7. Sie müssen ja einfach nur das Originalspiel nehmen und hübsch machen. Das ist halt absolut nichts falsch an Final Fantasy IX. Okay, das Einzige, was sie machen müssten, sind 3 Dinge. Sie müssten die Hintergründe neu machen, sie müssten die Charaktermodelle neu machen und sie müssten vielleicht ein paar Character-Stories für Freya und diesen einen Diebesdude, dessen Namen ich konstant vergesse, machen. What do you think, Jack? Do we keep going? Das ist so alles, was sie an einem Final Fantasy IX Remake hätten machen müssen. Der Rest ist komplett... viel zu viel, so. Okay, Kontext zum Final Boss. Du weißt bestimmt, mindestens 5 YouTube-Videos gibt, die in 2,5-stündiger Länge erklären, warum der Final Boss eigentlich überall voll Sinn macht. Und so konstant eigentlich auftaucht und konstant relevant für die Story ist. Und ihr habt einfach nur sämtliche Hinweise für den verpasst. Ich war sogar richtig, dass ich hier runterfalle. Ey, 9 auf 100% bedeutet, dass du das in 25 Stunden komplett durchspielen musst, damit du Excalibur 2 findest. Daher, have fun. Ach ja, stimmt, Seilspringen auf 1000. Have fun. 9 auf 100% spielen. Good fucking luck einfach. Ey, wenn ich meinen Final Fantasy 9 Run mache, mache ich die 1000 Seilsprünge und die werde ich 280% automaten lassen. Ich werde rausfinden, wie ich den Shit per Dings spiele, wie heißt es, per Remote Play.
Und ich werde das sowas von ein Programm handeln lassen. Und dann werde ich mich zurücklehnen und einfach zugucken, wie dieses Programm langsam auf die 1000 Sprünge zugeht. Während ich einfach nichts mache und mir denke, fuck you mit euren dummen Minigames. Warte mal, bevor ich das mache. Ah, okay, es kommt von da oben anscheinend. Ah, es kommt wirklich von da oben. What the fuck? Geh mal hoch. Vielleicht können wir da was reißen. Dann geht der Dude mir nämlich nicht mehr auf die Eier und das finde ich, glaube ich, auch ziemlich gut. Vincent wurde einfach krass wie ein Emo-Goth aus den Ende 90s, frühen 2000ern designt. Es ist schon ein bisschen cringe so, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Eigentlich finde ich den auch cool, aber eigentlich finde ich, also... Er schläft in einem fucking Sarg, Alter. Das ist alles, was ich sagen möchte. This will be rough. Make the bread big. Not off to a good start. Monster hiding in the city bar? Might hear someone? You mean Neon? No! Hey, Jack said it. Junge? Vincent sieht halt einfach aus wie so ein, oh, wie nennt man das? Visual Key J-Rockstar? Glaube ich. Nennt man das so? Gibt es hier noch irgendwelche alten Anime-Japan-Fans, die Anfang 2000 voll im J-Genre drin waren? Hieß das Visual Key? Ich weiß es nicht mehr. Visual irgendwas hieß das, glaube ich. I wonder what's in there. Die dunklen Kristalle sind mächtige Werkzeuge. Ihre Macht ist mannigfaltig, doch ihre Hauptfunktion besteht darin, Erinnerungen mittels räumlicher Übertragung auszulöschen und durch ein dringendes Verlangen zu ersetzen. Auf diese Weise kann man sich unbequemer Wahrheiten, die die Vorhaben der Herren untergraben, entledigen und zugleich sicherstellen, dass die Agenten ihre Mission ausführen. Diese Maßnahme ist unverzichtbar, da die verbliebene Erinnerung aus Da verbliebene Erinnerungen aus der Vergangenheit, so schätze ich heraus, in dieser Welt fortbestehen und dazu neigen sie, von der Mission abzulenken und von ihrem Weg abzubringen. What? Die dunklen Kristalle haben jedoch zahlreiche weitere Effekte. So fungieren sie als temporäre Speichergeräte für verlorene Erinnerungen. Zudem ziehen sie anscheinend Erinnerungsfragmente, Überreste aus vorigen Wiederholungen an. Zu guter Letzt scheint es, als könnten sie dimensionale Paradoxa überwinden und ewig in dieser Welt verbleiben. Es wäre gewiss töricht von mir, die Kristalle nicht für meine eigenen Zwecke einzusetzen. Sie müssen ihre Erinnerung zurückerlangen. Meine verlorenen Zöglinge haben vergessen, in welche Richtung der Wind zu wehen hat. Und ich greife zu allen Mitteln, um ihnen einen sanften Stoß in die richtige Richtung zu geben. Wow. Wow, was? Was ist denn hier mit der Story plötzlich los? Plötzlich einfach Time Loop confirmed. Plötzlich einfach confirmed, wir kommen aus einer anderen Welt und haben einfach keine Erinnerung daran. Plötzlich einfach confirmed. What the fuck? Holy shit. Nomura Moment. Ja, halt, what?
Ja, ich habe noch auf die Dimension geachtet, aber die Dimensionen sind noch offensichtliche Anspielungen an die Final Fantasy Spiele selber, oder? Warum sehe ich aus wie ein Pirat? Time for a change. This is the one. Wie es alles connected ist. Und dann auch noch mit dem Dings-Emote dahinter. Ah, das wird alles voll gut, oder? Das wird richtig, richtig cool. Warte mal. Habe ich genug? Habe ich nicht. Kann man den DLC eigentlich mit mehreren spielen? Weil ich habe gerade Angst, dass ich den DLC nicht packe, weil ich zu schlecht in dem Spiel bin. Aber wenn da mehrere mithelfen können, dann kann vielleicht einer irgendwie durchziehen. Und, Ah, sick, dann machen wir das. Dann kann ich ja mal schauen, ob ich Square vielleicht überreden kann, dass sie ein paar Season Passes schmeißen. Falls sie sowas irgendwie da haben. Und dann, dann gebe ich 3 aus. Ja, es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, wie du den ganzen Kram cheesen kannst. Das würde mich sehr überraschen, wenn es bei diesem Spiel nicht möglich wäre. Das ist Linda gefunden. Ach, mein Kater hat so ein Plastikblatt von irgendeiner Pflanze abgerissen. Look, cubes. I'll check it out. Ich glaube, das ist cool. Also cooler als Gladiator-Affinität. Verschlossen, okay. Und ich glaube, so weit bin ich das letzte Mal gekommen und habe nicht gecheckt, wie ich da rein soll. War das nicht sowas irgendwie? Und dann rannte ich einfach mega confused hier durch die Gegend die ganze Zeit. Mario Party fällt aus, weil ich zu mad bin für Mario Party. Ich muss irgendwas spielen, wo ich meine Wut ablassen kann und das Spiel ist ideal dafür. Oh Gott. That was quick. Next fight might not be so easy. Erst war ich genervt von meinem Leben, dann war ich noch genervter von meinem Leben, weil Dinge passierten, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie passieren, aber sie passierten dann doch und das war unglaublich anstrengend. Dann habe ich festgestellt, dass meine Bank einfach gerade
temporär Probleme hat und ich nicht auf mein Konto zugreifen kann, was halt super stressig ist. Dann wollte ich Space Channel 5 spielen, weil ich mir dachte, ich brauche Good Vibes. Und es hat einfach straight up nicht funktioniert auf 3 verschiedenen Systemen. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, I don't care, so, ist mir egal. Ich will jetzt irgendwas spielen, worauf ich erstens Lust habe, zweitens, was mich einfach super, super aggressiv spielen lässt. Damit ich die ganze Zeit einfach Zeug vernichten kann, damit ich das im Real Life nicht tue. Und dann muss ich eh das hier auch weiterspielen, weil wir das fertig kriegen müssen, weil Final Fantasy, Jahr, Monat, Woche, Tag, you know? Agromu, ich bin einfach super pissed, konstant. Daher, ich musste Entscheidungen treffen, die nicht eingefallen, aber die mir zugutekommen. Also spielen wir das jetzt den ganzen Tag, bis ich fertig bin. Und vielleicht irgendwann mal rausgefunden habe, wie ich hier weiterkomme. Ja, das habe ich gemerkt, dass ich da nicht reinkomme. Und deswegen habe ich das letzte Mal hier auch aufgehört, weil ich nicht gecheckt habe, wo ich hin muss. Als habe ich den Dude wiederbelebt, ne? Ja, ich dachte mir halt, mir gefällt es, glaube ich, besser, wenn Dinge einfach mal funktionieren, so ausnahmsweise mal. Okay, ich muss da rein, da hinten leuchtet es. Ich schätze, ich muss nach da hinten. Up ahead. Let's make this entertaining. Ey, dieser Move fühlt sich so gut an einfach. Es ist einfach der beste Move im ganzen Spiel. Tatsächlich war ich auch sehr überrascht, rauszufinden, dass dieses Spiel von den Dark Souls-Machern Capcom ist. Das hat mich sehr überrascht, aber das erklärt auch die Qualität, die dieses Spiel hat. Es macht definitiv Sinn, dass Splatoon-Erfinder Shigeru Miyamoto auch an diesem Spiel mithalf. Der Stil des Spiels spricht einfach für sich. Man kann die Space Channel 5 Einflüsse definitiv erkennen. So, nach da hinten muss ich scheinbar. Und da komme ich wahrscheinlich auch irgendwie hin. Ja, als Jack gesagt hat, hat mich das sehr an Ulalas Chew erinnert. Und ich meine, wie viel mehr Beweise braucht ihr? Also, der 100-Stunden-Stream ist theoretisch schon vorbei. Das ist jetzt die Zeit vom Subathon, die noch abgesessen wird. Aber ja, ich bin noch online. Noch 118 Stunden.
Wobei ich auch sagen muss, davon schlafe ich von 10 bis 2. Nee, 2 bis 10. Oh Gott. Sick. Einfach den Dude treffen, obwohl man ihn nicht mehr treffen sollte. Ey, der Stream wäre so viel angenehmer, würde ich von 10 bis 2 Uhr morgens schlafen. Und dann einfach immer nur von so 2 bis 10 Uhr streamen. Immer nur so 8 Stunden Stream, 16 Stunden schlafen. Let's go. Perfect life. Depressed Strawberry Head, danke für deinen Sub. Der 100-Stunden-Stream fängt in 100, nee, gar nicht in 18 Stunden an. Kommt hin. Nicht einfach runterspringen? Ist das denn der richtige Weg? Wo komme ich her gerade? Weil das ist ja, glaube ich, das, was ich kaputt... Nee, warte, nach da geht's nicht. Wir sind hier schon richtig. Glaube ich. Irgendwie bin ich hier hochgekommen. Das hatte, glaube ich, einen Sinn. Nee, das hatte keinen Sinn. Wir sind zurückgegangen. Warte mal. Okay, hier ist noch eine geschlossene Truhe. Hier waren wir noch nicht. Hey, Windflare. Ich glaube, ich hab's geschafft. Holy shit. I did it, boys. I beat the game. Junge, warum ist Gladiator so eine krasse Klasse? That's all of them. Focus on how we can do better next time. Also, keine Ahnung. Aber du kannst ja auch verschiedene Klassen mit den gleichen Waffen haben, ne? War das nicht irgendwie so? Da gab es ja noch irgendwie andere, die du haben konntest dann. Irgendwas war da auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das hier ziemlich cool. Ich enjoye das, was ich gerade tue, sehr. Es fühlt sich sehr flüssig an und ich bin sehr happy mit meinem Charakter, den ich da habe. Kann ich denen nur einen Job geben? Das ist ja aufregend. Oder liegt es einfach nur daran, weil die... Nee, ne? Oder? Ich spiele mit meinem Weißmagier. Lass uns rausfinden. Alright. Time for a change. Okay. So spielt man Weißmagier. Let's go. Oh.
bet. Are we gonna go back or what? We are gonna go back. Back to 1999. Oh, das killt meine Buffs. Witzig. Warte. Lass uns mal Protegern, ein bisschen Regenern. Außerdem ein bisschen Hast. Und das war's. Das ist bestimmt auch noch praktisch. Let's go! Schnell, bevor das alles rum ist. Ja, ich habe erkannt, welcher Ort in Dimension 14 das war. Das war dieser eine Dingsbums-Dungeon. Den habe ich auch gemacht. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber es war so ein Dungeon, den ich auf jeden Fall kannte. Oh fuck, what? Die können mir doch nicht einfach den Kronleuchter auf den Kopf droppen. Gott, ich liebe diesen Move so sehr. Er ist so gut. Der hat's durchgespielt, soweit ich weiß. Ah, das war der erste Dungeon. I think we can use that. Should we check it out? I can't do this for much longer. Sick. Und schon haben wir Ritter gelernt. Gibt's kein Weißmagier-Level? This is the one. Come on. Here. I'm ready. There's no one here. Did Bikke lie to us? Ich kann es nicht glauben, dass sie tatsächlich Odin ins Spiel gepackt haben. Wir stampfen einfach fucking zurück, so. Who cares? Not off to a good start. Don't worry, we got this.
es ist. Oh, ich kenne das Lied. Ist das das Boss-Theme aus Final Fantasy 2? So, einfach ein bisschen Damage getankt und dann los geht's. Jack lächelte! He's good. Better than good. Only Jack can fight like that. Glad to see he's back. Took long enough. What? Bravo, Jack. And a round of applause for Jed Ash. And Neon, of course. You know who we are? I'm a dark elf, you see. And we dark elves... Just tell us about the crystals. That's all I want to know. Good, good. Those who are to forge the future mustn't be concerned with trivialities. Then cut to the chase. My castle is here. Make your way through this forest until you reach a tower. At its zenith, you will find the wind crystal. The journey will be perilous, but I suspect that doesn't come as a surprise. Any questions? Just one. Is it true you made a deal with Chaos? No, but you will. Chaos, darkness given form, given purpose. By its hand were the crystals extinguished, and only by its hand can they be restored. Of course, a deal with a monster commands a high price. Your very lives may be required as tender. Is that funny? I just forgot what it's like to hear some good news for once. Safe travels, Jack. Voll cool. Astos war halt im ersten Teil nur da, hat so drei Lines gesagt und ist gestorben, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber der war echt nur so existent. Und dann ging er wieder.
Okay, das ist ziemlich cool. Mit zunehmendem Spielfortschritt schalten deine Verbündeten neue Jobs frei, die sie verwenden können. In den Kampfeinstellungen kannst du auswählen, welche Jobs die Verbündeten ausüben sollen. Das habe ich ja vorhin probiert, hat es nicht geklappt, jetzt geht's endlich. So, haben wir irgendwie neue Side-Questies bekommen? Nein, aber wir haben hier bestimmt eins, oder? Aber leider gibt es nicht so geilen Kram, dass ich sagen würde, boah, das lohnt sich voll, das zu machen. Dann... machen wir das? Ich glaube, das machen wir.